Eine von vielen. Sehr nice. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Ich denke mal, großartig einsammeln kann ich jetzt nichts mehr. Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Big Daddy kommt gleich. Ist der Lied somewhere we want to see oder sowas? Hier sind wir richtig. Wieso? Was ist denn los, Elisabeth? Was ich will doch noch ein Rapture bleiben. Ich muss es dir zeigen. Rapture ist cool. Das werde ich vermutlich bereuen. Stadt auf dem Meeresgrund. Lächerlich. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Komm. Komm, es ist hier lang. Komm. Na, jetzt gehen wir aber auch aufs Ende zu. Wir gehen einfach schwimmen. Nein, das Spiel lässt uns nicht ins Wasser. Zurück kann ich auch nicht mehr. Wo ist sie denn jetzt hin? Hä? Komm hier lang, hat sie gesagt. Und weg ist sie. Nicht verschwinden. Ah, sehr gut. Sie verschwindet nicht. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Ja, ich muss das leider nochmal neu laden, weil sie gerade verschwunden ist. Ich dachte, wenn wir erst sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Im Spiel. Ein Schlüssel. Wo kommt er her? Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Können wir die Tür öffnen? Tada! Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Nein, nicht fürs Backen. Geh schön vor. Und das Ende jetzt auch komplett sehen. Das ist nämlich ein richtig geiles Ende. Was ist das für Leuchttürme? Wieso sind wir? Wer? Es gibt Millionen Realitäten. Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Kann es auch so sein. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird. Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variablen. Ja. Und was bleibt immer gleich? Wir drei. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapiere ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war. Und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort. Wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker. Das ist schon geschehen.
Also für mich ist es eins, also mit der geilsten Spielenden, wenn nicht das geilste überhaupt. Weil viele sind von der Story her ja einfach nur noch platt nachher. Und das haben sie richtig geil gemacht. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Könnt ihr spazieren gehen in der Wiese? Ja, es passiert ja. Es ist ja schon geschehen. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Grabes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr, Schluss! Was soll denn das? Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. So undramatisch kann er auch einfach nicht sterben. Das geht nicht. Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Ja. Mädchen gegen Schulden. Moment, warte. Das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Wir haben ja keine Wahl. Es ist ja auch schon alles geschehen eigentlich. Na los. Wir haben dir gesagt, Nein. Es wird geschehen, das ist geschehen. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Comstock. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. Du. Uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Hey! Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus! Geht sie zurück! Es geht schon? Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen! Komm! Mir ist eben einfach nicht wohl dabei! Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist vorbei, los! Nein! Anna! Gib mir meine Tochter zurück! Nein! Da ist der Finger.
Daher wissen wir auch, was mit ihrem Fingerhütchen ist. Anna. Anna? Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Ich würde gerne mal hier rausgehen, aber hier kommen wir nie raus. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum und hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance für uns zusammen zu sein. Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte zusammen. Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Sie Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die ich Kleine. Ich hab's erlebt. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Nein, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Aber die will er wahrscheinlich nicht hören. Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit? Was soll das? Wiedergeburt? Wieso sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles wahr zurückzulassen? Du bist nicht. Wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Ersteck ihn in seiner Krippe. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Ersteck ihn. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. So, zum Abschluss kamen nochmal zwei Trophäen, sehr schön. Ja, das war Bioshock Infinite. Ja, für mich eines der genialsten Enden überhaupt von den ganzen Spielen, die es so gibt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall wieder mega Spaß gemacht. Zum Schluss ist es doch ein bisschen schwieriger geworden, aber wir haben es geschafft. Also, ja, wir sehen uns am nächsten Let's Play wieder und ich sag mal bis dahin. Ciao!
Ich habe gerade den Abspann nochmal durchlaufen lassen. Und jetzt kommen wir hier hin. Haben wir hier noch ein verstecktes Secret? Anna? Anna? Bist du das? Okay, doch nicht. Schade.